seit 20 Jahren ist es her, dass wir jetzt nun unter dem Titel Metamorphosen eine Einzelausstellung von Peter Hechler zeigen können. Peter Hechler ist ein Künstler, der 1922 in Lenzburg geboren ist und dort 1999 verstorben ist. Peter Hechler ist insofern für die Schweizer Kunstlandschaft ein sehr wichtiger Künstler, weil er sehr viele öffentliche Aufträge hatte für Kunst im öffentlichen Raum oder auch direkt Aufträge bekommen hat. Und seine Skulpturen finden sich weit verbreitet im Kanton Aargau und auch in Zürich. Interessanterweise hat Peter Hechler ursprünglich mit einem Architekturstudium begonnen, das er aber nur ein Semester gemacht hat. Es hat ihn sozusagen immer schon ein Stockwerk tiefer zu den Bildhauern getrieben und er hat dann dieses Studium der Bildhauerei auch 1949 in Genf abgeschlossen. Kurz daraufhin ging er nach Paris und zwar war charakterisierend für sein Werk, dass er im Atelier von Germain Richier Schüler und Mitarbeiter sein durfte. Germain Richier war zu diesem Zeitpunkt eine sehr bekannte und wichtige Bildhauerin und sie lehrte vor allem etwas, was ganz wichtig war für das Schaffen von Peter Hechler, die sogenannte Formanalyse. Unter Formanalyse versteht man die Arbeit am lebenden Modell. Man hat sozusagen bei dem Modell jeweils die Höhen und Tiefen am Gesicht mit dem sogenannten Waschblau markiert und hat dann mit dem Zirkel die Abstände quasi abgenommen und hat das im Bildhauerton übertragen und so ein Porträt geformt. Dieses geometrische Vermessen des Gesichtes ist etwas, was sehr wichtig ist, um auch das spätere Schaffen Peter Hechlers zu verstehen. Denn dieses geometrische Verständnis und dieses Vermessen der Natur ist etwas, was sich eigentlich durch sein Werk zieht, auch wenn sein Werk ab den späten 60er Jahren dann immer geometrischer wird und er die Figuration zur Gänze zurücklässt. Ein Hauptfokus in der Ausstellung ist das Atelier, das Peter Hechler in Lenzburg hinterlassen hat. Es war sozusagen der Angelpunkt der Ausstellung und wir haben wirklich das Atelier in zwei Ecksituationen im Museum nachgebaut. Wir haben sozusagen eine graue Ecke und eine Rotecke angelehnt an die Betonwand und an die Ziegelwand im ursprünglichen Atelier von Peter Hechler. Und ganz interessant ist so ein Atelier auch deshalb, weil man da sieht, wie das Denken, wie die Skulpturen und die einzelnen Überlegungen zustande kamen. Und so sieht man eben im Atelier nicht nur die Formanalyse angewandt in diversen Porträtköpfen und in figurativen Werken wie den Harlekins oder die Ballspieler. Man sieht auch, wie Peter Hechler langsam zu den geometrischen Formen kam. Es gab einen wichtigen Bruch, so ab 1968, da hat sich Hechler ganz stark mit den amerikanischen Minimal Art Künstlern beschäftigt, aber auch prägend für ihn und für den Wechsel in seinem Werk war ein Besuch in Paris wieder, wo er die Mai-Revolte miterlebt hat und wo er diesen neuen Geist, den Geist der Veränderung spürte und auch, wie er selber sagte, den Mut fand, das in seinem Werk anzuwenden. Es gibt vor allem drei geometrische Formen, die Peter Hechlers Werk prägen und die immer wieder in verschiedensten Kombinationen auftauchen. Das ist der schiefe Würfel, das ist der drei- oder viereckige Prisma und das ist der Tetraeder. Ganz interessant bei ihm, er hat mit diesen Formen begonnen, die Formen sozusagen zu drehen, sie in die Länge zu ziehen, sie zu variieren, sie übereinander zu schichten und hat daraus eine ganz eigene neue Formensprache gebildet. Ab den späten 60er und Anfang der 1970er Jahre hat Peter Hechler nochmals einen ganz wichtigen Entwicklungsschritt in seinem Werk gemacht. Das Ganze begann mit einem Kunst am Bau Auftrag, sozusagen mit einem Wettbewerb, der Wettbewerb relativ wenig Geld hatte und wo man gefordert hat, dass das Ganze aus Beton sein soll. Das war die Holderbank Management AG.
Und dass man das erste Mal, dass Peter Hechler sich überlegt, eine einzige Form zu verwenden, eine einzelne Gussform, und diese Form öfter einzusetzen, sie zu variieren, sie in der Serie zu produzieren. Da entstand das erste Mal der Einsatz der sogenannten Monoforms, wo eine einzelne Form in Variation eingesetzt wurde. Das ist etwas, was für sein späteres und für sein Folgewerk von enormer Wichtigkeit wurde. Die Monoformen prägen sein Werk. Und ich stehe hier auch vor einer ganz besonderen Monoform, die wir speziell für diese Ausstellung auch rekonstruiert haben. Die Arbeit unter dem Titel Stapel wurde erstmals 1972 in Zürich gezeigt. Und auch hier merkt man, es ist eine dreiseitige Prismaform, die in den verschiedensten Variationen zusammengesetzt wird und so eine neue Skulptur ergibt, wobei für Peter Hechler hier also nicht nur der Raum, den die Skulptur einnimmt, wichtig war, sondern auch der Raum, der Negativraum, der Raum, der die Skulptur umgibt. Und diese Punkte und auch die Tatsache, dass die Skulptur nicht auf einem Sockel steht, sondern direkt am Boden platziert ist, das sind so die wichtigsten Charakteristika im Schaffen von Peter Hechler.